Ja, Servus. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man auf iPhone 4 Siri drauf macht. Ja. Und das geht halt, wie ihr hier sehen könnt, auf den iPhone 4, 3GS, iPod Touch, 4G, iPad 1, 1G halt, oder iPad G, wie auch immer. Und das geht nur auf iOS 5. Ja, und hier könnt ihr sehen, hier sind auch die alle einzelnen Schritten erklärt und sonst irgendwas, aber ihr könnt auch das Video angucken und das ist auf Deutsch erklärt. Und hier tut ihr downloaden. Ja, hier müsst ihr dann auf langsam downloaden machen, dauert etwas. Ja, okay, dann geht's weiter. Ich hab das halt, Moment, wenn ihr das downloadet, dann sieht das halt so aus, ist dann so und einmal die zwei Sachen, die restlichen Sachen habe ich halt dazu gemacht. Hier dann auf Siri und dann braucht ihr die zwei Sachen. Die zwei Sachen. Ja, und das macht man, habe ich auf dem Desktop. Hier so. Und dann braucht ihr noch einen Explorer halt für iPhone-Verbindung oder sonst irgendwie. Könnt ihr halt machen, was ihr wollt. Ich würde iFunbox bieten auf i-funbox.com. Könnt ihr den downloaden? Ja, danach gehen wir Ray Files System. Drückt ihr drauf. Jetzt sind wir auf dem Root. Ganz hinten sind wir halt. Auf Systems gehen wir. Liberty. Auf Library. Und dann für das erste Privat Farm Rock. Gehen wir hier rein. Und dann kopieren wir Assassins Server Size oder wie man es auch lesen tut, keine Ahnung, mein Englisch ist halt so, mit dem Lesen habe ich nicht so. Ja, kopiert es einfach rein, ich hab's jetzt, mache ich nicht. Ja, dann geht ihr wieder zurück auf Library oder einfach auf System. Geht da wieder rein. Und dann auf Core Services, kennt ihr bestimmt schon. Und dann auf Springboard. Und dann geht ihr hier auf den Springboard-Ordner und kopiert alles in den Springboard-Ordner rein. So, hier sind dann die Bilder. Kopiert die alle rein. Mache ich jetzt nicht, habe ich schon, deswegen. Und dann ist noch etwas. Und zwar hier die Datei. Ich weiß nicht jetzt, wie es bei jedem heißt. Ich habe ein iPhone 4. Auf dem iPhone 4 heißt die Datei halt N90AP.com. Plist und dann Doppelklick öffnet ihr das mit irgendeinem Editor und dann wichtig einmal Leertaste machen und dann hier das hier einfügen, das wird auch noch unten stehen und auf der Seite hier steht es auch, wenn ihr es dort nicht finden solltet, Kommentare lesen, hier steht es auch so. So macht ihr das und dann speichern. Ich hab's jetzt schon, ich speichere das nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall, das geht nur auf iOS 5. Das Gerät muss dann gejailbreakt sein. Ja, das Gerät muss auf jeden Fall gejailbreakt sein. Und auf iOS 5 sein. Und jetzt zeige ich euch noch, wie es am Ende sein wird. Und ob ihr dann noch Installus oder SP-Settings haben wollt. Oder Brell oder sonst irgendwas, ja, schreibt mich einfach an, abonniert mich, kommentiert, Daumen hoch, favorisiert das Video, schickt weiterempfehlen und sonst was. Und schreibt halt einfach irgendwas für Videos, was ihr haben wollt, über iPhone oder sonst irgendwas. Und ich will es dann für euch machen. Jo, das war's dann von mir, bis dann, ne? Haut rein, viel Spaß beim Ausprobieren.